Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute möchte ich mit euch einen superschnellen Mono-Lidschatten-Look schminken. Das bedeutet, wir schminken einen Lidschatten-Look mit nur einer Farbe. Wie das geht, bleibt dran, zeige ich euch gleich. Wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet. Das geht ganz einfach, drückt einfach den Button Abonnieren, drückt das Glöckchen und dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Alle anderen, die das schon gemacht haben, vielen Dank dafür. Damit seid ihr mir eine sehr große Hilfe und eine große Unterstützung. Kleiner Disclaimer wie immer. Dies ist keine bezahlte Kooperation, keine bezahlte Werbung oder sonstiges. Alle Produkte, die ich hier benutze, die habe ich auch selbst ausgesucht, selbst gekauft und selbst bezahlt. Und jetzt lasst uns starten. Meine Base habe ich schon drauf, deswegen können wir direkt mit den Augen loslegen. Ich benutze hierzu als erstes meinen Lidschattenprimer. Ich benutze den von O2O, der kommt in diesem Töpfchen und den gebe ich mir jetzt direkt auf dem Lid auf. Jetzt kommen wir auch schon zum Lidschatten. Ich benutze heute eine Palette von Kryolan, das ist diese hier. Die hat richtig viele knallige, bunte Lidschatten. Drin schauen so aus, könnt ihr hier sehen, richtig tolle Farben und damit lässt sich jetzt ein richtig toller Lidschattenlook kreieren. Ich gehe jetzt in den pinkfarbenen Ton rein, das ist dieser hier in der Palette und den gebe ich mir als erstes auf dem kompletten beweglichen Lid auf. Hierzu benutze ich einen flachen, breiten Lidschattenpinsel, der auch etwas flacher gebunden ist, sodass sich die Farbe gut auftragen lässt. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Farbe gut aufgebaut, da ist jetzt gut Pigment da und das Ganze blende ich jetzt an den Kanten mit einem großen, fluffigen Pinsel aus. Sehen könnt, habe ich das Ganze jetzt richtig schön nach außen ausgeblendet und auch nach oben ausgeblendet, dass wir keine harten Kanten mehr haben. Den unteren Wimpernkranz lasse ich jetzt frei. Dafür werde ich jetzt am oberen Wimpernkranz noch ein bisschen Kajal auftragen. Dazu benutze ich einen von Trend It Up. Das ist dieser hier. Das ist ein tolles Türkisgrün. Und den trage ich, wie gesagt, hier oben am Wimpernkranz auf und den verblende ich dann auch noch ein bisschen mit dem Pinsel nach außen. Eyeliner habe ich jetzt auch ausgeblendet, wie ihr sehen könnt. Jetzt benutze ich noch von Catrice ein bisschen Highlighter. Den benutze ich aus meiner Luminize Palette. Da werde ich mir noch ein bisschen Highlighter am Inner Corner auftragen. Als nächstes biege ich mir jetzt noch die Wimpern und werde noch ein bisschen Mascara auftragen. Hierzu benutze ich als erstes von Rival Loves Me die Unbeatable Mascara. Das ist diese hier. Und danach werde ich auch nochmal von Rival de Loop eine Mascara auftragen. Das ist die Better Than Yours Mascara. Beide haben wieder unterschiedliche Konsistenzen und unterschiedliche Bürstchen. Und aus diesem Grund lässt sich dann auch das Beste aus den Wimpern herausholen.
Als nächstes werde ich noch was auf die Lippen geben. Dazu benutze ich ein paar ganz coole Produkte. Die gibt es allerdings nicht mehr so zu kaufen, aber das ist ja kein Problem. Die Drogerie bietet euch hier auf jeden Fall ganz viele Alternativen. Als erstes werde ich natürlich einen Lip Liner auftragen. Das ist dieser hier von Judith Williams. Den gibt es auch noch, also den bekommt ihr auch bei DM. Danach werde ich einen Lippenstift auftragen. Upsi, jetzt ist er fast runtergefallen. Das ist dieser hier. Der ist ganz witzig, denn der kommt in so einem Orange. Und wenn man den auf den Lippen aufträgt, dann wird der pink. Und das Tolle an diesem Lippenstift ist, dass er halt auch die Lippen richtig pinkfarben einfärbt. Das heißt, wenn man den abwischt, dann ist das Pink immer noch auf den Lippen drauf. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Und gerade wenn man nicht möchte, dass das sich schnell verwischt oder schnell abträgt, dann ist dieser Lippenstift immer ideal zum Auftragen. Darüber werde ich dann auch noch einen Gloss auftragen. Dazu benutze ich dieses hier. Das ist ein richtig knalliges, glitzerndes Pink. Das ist von Essence. Das war eine Limited Edition. Das ist das Metal Shock Lip Paint Lip Gloss. Wie gesagt, schaut so aus. Diese Produkte werdet ihr jetzt in der Drogerie wahrscheinlich nicht mehr erhalten, bis auf den Lip Liner von Judith Williams. Den gibt's. Der ist im Standardsortiment und der Rest, den wird es leider nicht mehr so geben. Das ist aber kein Problem, denn wie gesagt, Essence, Trinidad, Catrice etc., die haben definitiv Alternativen für euch. Da könnt ihr dann auch gerne mal gucken. Ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und auch mal ein bisschen dazu verleiten, eine etwas knalligere Farbe aufzutragen. Ihr habt gesehen, es ging super schnell und es war kein besonderer Aufwand. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.